Auf geht's in Teil Nummer 2. Das braucht jetzt halt seine Zeit, bis das warm genug ist. Vielleicht klopfen da gleich auch noch ein bisschen gegen. Aber prinzipiell müsste das dann irgendwann rausfallen. Da weiß ich jetzt schon, dass ich die Einblendung mache. Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Wundervoll. Ich hab's auch noch auf Tape. Wunderbar. Sehr gut. Ja, wie ihr seht, dem Kevin wird langsam langweilig. Der schraubt jetzt mit. Legen das hin. Das kann man auch sehr schön auf die Werkbank planen und eben auflegen. Hier sehen wir den Distanzring. Der ist nur bei dem schmalen Lager der LI-Modelle verbaut. Das ist der L-Ring. Der kommt nach dem außenliegenden Wellendichtring rein. Und hier ist das alte Lager. Hier haben wir den Wellendichtring. Wir stellen nochmal einen Kopf. Außenliegen. Stand drauf, ist langweilig, BGM 1037. So, da muss ich jetzt nur gucken, der wird so reingesetzt, was ich da als Montagehilfe mir hole. Ich denke, da werde ich eine passende Nuss nehmen und den dann reindrücken. Hier haben wir die Einbaureihenfolge. In dem Lüfterradgehäuse, Wellendichtring außenliegend, L-Ring, das ist so ein Distanzring, das NU205-Lager, das wir auch in der T5, GS160 und SS180 finden und der innenliegende Wellendichtring, das ganze Paket wird dann mit dem Sägering gesichert. Jetzt fangen wir mit dem kleinen Wellendichtring an, fädeln den in das recht warme Gehäuse. Wellendichtring ist drin, jetzt setzen wir einen L-Ring rein, der fällt da einfach rein, kein Pressmaß, liegt drin. Jetzt folgt das Lager. Lüfterradgehäuse ist noch warm. Wir versuchen das mal, wie weit das reinfällt. Wenn es nicht reinfällt, was es offensichtlich nicht tut, da haben wir hier das entsprechende Montagewerkzeug. So, drin ist es. Perfekt. Dann setzen wir jetzt den Wellendichtring rein. So, den haben wir auch drin. Als letztes kommt der Sägering, den machen wir aber auch noch ein bisschen sauber, da diese Verkokungen noch machen müssen, ist eine Fettpackung in das Lager. Da kann man mal mit ungefähr so viel anfangen. Und das ist im Prinzip so, dass die Rollen einigermaßen bedeckt sein sollen. Dann kommt noch die Lüfterradgehäusedichtung, also auch Mechhousing-Dichtung genannt. Die setzen wir jetzt mal hier rein. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt setzen wir das Lüfterradgehäuse drauf. Da jetzt reinkommen. Sieht auch ganz gut aus. So, Lüfterradgehäuse ist jetzt noch nicht ganz drin, aber wir werden da jetzt mal Weltscheiben draufsetzen und das dann mit den 3M6er Muttern an Ort und Stelle ziehen. Ja, Muttern sind fest, Lüfterradgehäuse ist montiert, da kommt dann später mal die Zündung rein. Ich mache jetzt den Kurbelwellenstumpf noch einmal von den Fettresten sauber. Und ja, dann können wir uns jetzt gleich im Getriebe widmen. Wir machen jetzt das Hinterradlager raus. Das hatte ich noch nicht gewechselt. Dazu erwärmen wir das Motorgehäuse ein bisschen, drehen das Ding um. Ich zeige euch das eben mal. Das ist ein Zeichnungslager bei der Lambretta. Das hat einen Absatz, das kommt so rein. Das heißt, die Montage in die Richtung. Und ja, machen das jetzt ein bisschen warm, kloppen es raus und dann machen wir weiter. Und jetzt ist es raus. Lagersitz ist hier super. Wir nehmen das BGM-Lager, da ist der Wellendichtring schon vormontiert. Wenn ihr ein Lager ohne montierten Wellendichtring habt, müsst ihr bei der Montage immer vorsichtig sein, dass sich die Lippe innen nicht umstülpt. Haben wir jetzt hier kein Problem. Wenn so ein Sitz
angeschlagen ist oder nicht mehr so gut ist, dann kann man da halt auch Dichtmasse nehmen. Das brauchen wir hier aber nicht. Wir setzen das jetzt ein, das Lager. Könnten das Gehäuse auch noch ein bisschen wärmer machen. Lassen wir jetzt so. Nehmen unser Eintreibwerkzeug, das wir auch schon für das NU205-Lager genommen haben. Und klopfen das jetzt mal. So, drin ist es. Perfekt. Und dann können wir direkt weitermachen. Wellendichtring war vormontiert. Schöne Arbeitserleichterung. Jetzt kommt eine Abdeckplatte auf das Lager und den Wellendichtring. Die deckt dann quasi den Wellendichtring ab und darauf kommt die dickere Platte, die das Ganze in Position hält. Was hier sehr wichtig ist bei der Lambretta, ist Folgendes. Wir haben hier extrem wenig Material an dem Motorgehäuse. Da ist weniger, definitiv mehr. Das empfohlene Anzugsdrehmoment sind 6 Newtonmeter oder so. Da würde ich auch nicht hingehen und da die wesentlich mehr draufgeben. Das Problem ist, die ziehen sich aus dem Gehäuse. Das kennt man vielleicht, wenn man schon mehr geschraubt hat, dass die schräg stehen oder das Gewinde kaputt ist. Auch nicht einfach zu reparieren für Leute, die sowas schweißen können. Deswegen vorsichtig sein. Kann man natürlich auch Unterlegscheiben und Stoppmuttern nehmen. Wir nehmen jetzt hier normale Muttern. Und schrauben die dann nach Gefühl fest. Kann man natürlich, auch wenn man sich das nicht zutraut, in der Drehmomenttabelle nachschauen. Und das mit dem Drehmomentschlüssel machen. Wir ziehen das jetzt mal hier über Kreuz fest. Und sind jetzt so weit, dass wir quasi im nächsten Gang die Hauptwelle montieren können und nähern uns dann dem Getriebe. So, Hinterradlager ist drin, dann widmen wir uns jetzt dem Getriebe. Was ich im Vorfeld schon mal gemacht habe, hier sitzt der Schaltarm drin, der ist in der Buchse gelagert. Die Buchse, die habe ich im Vorfeld schon ausgebaut und das habe ich wie folgt gemacht. Ich habe das Motorgehäuse schön erhitzt und als Austreiber und auch zum Einbauen habe ich meinen Kolbenstopper genommen. Der passt da zufälligerweise perfekt rein. Hab ich dann nach unten ausgetrieben und die neue von oben so, heißes Gehäuse, kalte Buchse, reingetrieben. So, die Buchse ist neu, das ist auch ganz gut, denn wenn die ausgeschlagen ist und da Öl rausläuft. Kurze Frage, ist es egal, wie tief die sitzt oder hat die einen... Nee, die müsste bündig mit dem Kragen sitzen. Gut, das wollte ich wissen. Okay, genau. Und dann sieht es folgendermaßen aus. Auf den Kragen kommt der O-Ring, darauf eine dieser Scheiben. Dann kommt der Schaltarm da rein. Machen wir natürlich gleich noch so ein bisschen Fett dran. Ich drehe das mal, damit wir das sehen können. Dann wird der Schaltarm durchgesteckt, kommt hier rein und ist unten im Gehäuse gegengelagert. Und dazwischen kommt unsere Schaltklaue. Der sitzt dann hier. Da kommt auch noch eine Scheibe zwischen. Der wird dann hochgeschoben und festgezogen. Das machen wir jetzt mal. So, dann ein bisschen Fett. Kleben wir den O-Ring da rein. Ziehen da noch ein bisschen Fett drüber. Das nicht mehr in den Fingern. Einmal die Scheibe drüber. Und dann... Zeig nochmal die Scheibe. Da haben wir... Genau, das ist im Prinzip die Abdeckung für den O-Ring, die sitzt dazwischen. Mhm. Dann schieben wir den Schaltarm da rein. Ich drehe den Motor einmal, damit wir das im Zweifelsfall... So, besser sehen. Da kommt jetzt noch eine von diesen Scheiben drauf, die wir oben auch drauf haben. Und dann kommt unser Schaltmechanismus da rein. So, Verzahnung passt. Der sitzt unten im Gehäuse und jetzt schieben wir den ganz hoch, dass er oben anliegt. Und wenn der hochgeschoben ist, wird er festgeschraubt. Da ist es wichtig, original ist da eine Schraube mit einem kleineren Kopf. Wir nehmen jetzt eine Imbusschraube mit Linsensenkkopf und schrauben den dann fest.
dran ist es noch. So, jetzt sind wir so weit, dass wir gleich die Hauptwelle reinsetzen können. Bevor wir jetzt die Hauptwelle reinsetzen, denken wir daran, hier einen O-Ring drauf zu machen. Den fetten wir dann gleich auch noch ein bisschen. Hast du die Teilenummer von der Hauptwelle auch im Kopf? WGM 6190 könnte das sein. Wahnsinn. Warte mal. Ja, BGM 6190, nicht so verkehrt. Genau, Hauptwelle. So, da kommen jetzt die Schaltkugeln rein. Wir nehmen eine verstärkte Schaltfeder von Casa Performance und die Casa Lambretta Schaltklaue. Die hat erfreulicherweise hier so Anfasungen. Das erleichtert die Montage der Schaltkugeln enorm. Die erste Schaltkugel geht in die Hauptwelle. Dann folgt die Casa Lambretta, Casa Performance Schaltfeder. Und wir setzen die zweite Schaltkugel ein. Das geht ja schon gut los. Drücken das zusammen. Nehmen die Schaltklaue mit den entsprechenden Aussparungen und setzen die auf die Schaltkugel. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren, dass man die Kugeln ein wenig zusammendrückt. Und mit beherztem Druck ist das Ganze montiert. Also kann nichts mehr. Kann man machen. Ich schalte jetzt einige Gänge runter. Und dann montieren wir die Hauptwelle in das Hinterradlager und ins Gehäuse. Gibt es noch ein klein wenig Fett für den O-Ring. Und dann gucken wir mal, dass wir die eingefädelt bekommen. Da müssen wir jetzt schauen, dass die Schubklötze in die Aussparung der Schaltklaue kommen. So, die sind drin. Nochmal raus. Ja. So, drin sind die. Ja. Und jetzt können wir die Welle ins Lager drücken. Und um jetzt nachher das Getriebe, wenn wir das eingebaut haben, vernünftig ausdistanzieren zu können, es ist halt ganz wichtig, dass wir die Hauptwelle voll in den Lagersitz ziehen. Da kann man jetzt hingehen und die Bremstrommel nehmen und die mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen, damit die Welle voll im Lager sitzt. Wir nehmen jetzt ein Werkzeug, setzen das auf die Hauptwelle. Das blockiert sich in der Nut. Und dann können wir die Hauptwelle voll in den Lagersitz ziehen. Da braucht man dann auch nicht das volle Drehmoment, was man bei der Montage der Bremstrommel bräuchte. Da macht man das ja, um den Konus zu klemmen. Sondern hier ist es jetzt so, dass es schon reicht, wenn das fest ist. Also da würde ich jetzt mal so, keine Ahnung, von geschätzten 50 bis 60 Newtonmeter ausgehen, dass es halt wirklich voll ins Lager gezogen ist, die Hauptwelle. Und wir da nicht noch irgendein Spiel haben, das uns dann davon abhält, das Lager vernünftig auszudistanzieren. So, wie ihr seht, das sollte reichen. Die Hauptwelle ist jetzt voll im Lager. Wir schalten jetzt in den zweiten Gang. Das müsste der zweite Gang sein. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Und sind jetzt so weit, dass wir das Getriebe montieren können. Jetzt kommt das Getriebe rein. Wir fangen damit an, dass wir den Lagersitz der Nebenwelle mit ein wenig Fett versehen. Muss nicht wahnsinnig viel sein. Mache jetzt auch nochmal in die Welle. Unter die Nebenwelle kommt eine Anlaufscheibe. Die setze ich einfach da drauf, mache den Rest Fett drauf. Hole noch das passende Lager. Artikelnummer? Ach, das ist einfach, Kevin. Wenn das draufsteht, macht das keinen Spaß. 811,90. Ablesen kann jeder.
So. Dann setzen wir das Lager da rein. Können wir auch mit der Hauptwelle draufsetzen. Gucken, dass die Scheibe da bleibt. Nebenwelle ist montiert. Und wir können hingehen und die Gangräder in Position bringen. Bei den Gangrädern ist es so, da gibt es Einbaupositionen. Da ist eine Eselsbrücke, die man nehmen kann, dass der erste Gang mit der erhabenen Seite nach oben reinkommt und die folgenden mit der erhabenen Seite nach unten. Sowas kann man aber auch super im Sticky Manual nachlesen, wenn man sich da nicht sicher ist. Also hier die Seite ist flach, die ist erhaben. Da kommt jetzt der vierte Gang zuerst rein. Setzen wir einfach drauf, drehen ein bisschen und schon ist er in Position. Hier kommt jetzt die erhabene Seite mit den Ölschlitzen nach unten rein. Die glatte oben. So, Gang 3. Hier analog Ölschlitze, Schmierschlitze nach unten. Gang 2 ist in Position. Und jetzt noch unser erster Gang. So, Getriebe ist drin. Was wir jetzt machen werden, hier kommt eine Getriebeausgleichsscheibe rein. Da habe ich jetzt mal die alte Scheibe genommen. Diese Getriebeausgleichsscheibe, die stellt die Distanz des Getriebes dar und wird gegen unsere Getriebeabdeckplatte gemessen. Das ist im Prinzip dieser Bereich, auf dem wir das Getriebespiel messen. Genau, und jetzt schauen wir mal, welche Scheibe wir da nehmen. Ich würde hingehen und einmal die Scheibe, die drin war, messen. Die in neu reingeben, da die hier schon ein bisschen angelaufen ist. Da ist wahrscheinlich die Schaltklaue drauf gelaufen. Und dann messen wir einmal und gucken, ob wir was ändern müssen oder ob wir da sind, wo wir hin wollten. Wir nehmen jetzt die 2 mm Scheibe in neu, legen die hier drauf, bauen hier eine Unterlegscheibe oder eine Anlaufscheibe drauf. Auf die kommt ein Lager. So. Artikelnummer? Kevin, das macht so keinen Spaß. Wir müssen das bei Sachen machen, wo es nicht draufsteht. Okay. Gut, genau. Jetzt kommt die Getriebeabdeckplatte drauf. Normalerweise sind die Zentrierstifte im Gehäuse. Hier sind sie jetzt in der Platte. Relativ egal. Oder Jacke wie Hose. Rauskommen tun sie nicht, weil die hier zusammengedrückt sind. Das lassen wir jetzt auch so. Was ein Top-Tipp ist, den kannte ich bis vor kurzem noch nicht, ist es dieses Lager, das habe ich schon ausgebaut, aber noch kein neues reingebaut, nicht einzubauen. Das Schöne ist, beim Ausmessen des Getriebespiels können wir die Platte so relativ einfach rein- und rausnehmen, wenn das Lager die hier immer festklemmt und wir dann mühsam die rauskippeln müssen und dann mit dem schönen Hammer, Schonhammer, Grüße gehen raus an Michael, die Nebenwelle in Lagersitz hauen müssen, um die Platte abzubekommen. Das macht es halt relativ nervig beim Getriebe ausdistanzieren, gerade wenn man es 2 oder 3 Mal machen muss. Wir haben jetzt hier den Vorteil, wir setzen die einfach drauf und ziehen die fest und messen dann mit der Fühlerlehre hier das Spiel. Platte ist drauf, wir machen jetzt einmal provisorisch fest, um das Getriebespiel zu ermitteln. Die 2-3er und dann schauen wir mal, ob wir das gewünschte Getriebespiel von 0,07 bis 0,3 mm erreichen können. Unseren Berechnungen nach müssen wir jetzt bei 0,15 liegen mit der 2-3er Scheibe. Mal gucken, was der Praxistest dazu sagt. Theoretisch gesehen, da wir sehr zuversichtlich sind, dass das jetzt hinhaut, kommen da direkt die Schnorrscheiben mit drauf. Fangen wir bei der 1 an. Noch nicht ganz fest. 1. Vier. Mach das. Ja, jetzt 6. Ich mache das jetzt mal so handfest. Dann machen wir die 3. Die 5. Und die 2. Und jetzt fangen wir mal an. 1, 4, 6, 3,
5. 2. Jetzt schauen wir mal, was das Getriebespiel sagt. Jetzt doch ein, bevor wir das doch noch vergessen. Das war mit einem Sägering gesichert, das alte Lager. Der kommt raus. Wir erhitzen die Platte und setzen dieses Lager ein. Lager ist drin in der Platte. Wir haben es gemessen. Getriebespiel stimmt. Jetzt geht es an die finale Montage. Oh, dann schauen wir mal. Getriebespiel messen. Das machen wir hier. Da kommen wir jetzt mit der 0,2er zwischen und messen im Prinzip das Spiel zwischen der Scheibe und der Getriebeabdeckplatte. Hier mit 0,2 liegen wir, wie gesagt, ja voll im Soll. Damit ist Getriebe drin und auch der Schritt abgeschlossen. Gut. 0,3 haben wir auch probiert, die hat nicht funktioniert.